Leute, und willkommen zu einem kurzen Vlog mal wieder. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und es wird ja eine lange Reise. Ich packe hier gerade meine Sachen, habe echt gar keine Zeit, muss jetzt ganz schnell noch zusammenpacken und muss dann auch schon zur S-Bahn. Und dann fahre ich nach Hause. Bis später. Ciao, ciao. War ich 10 Minuten im Bahnhof. Erstens nichts zu essen gefunden. Dann bin ich an einem Automaten gegangen, habe Geld eingeschmissen, was ist, die Bifi ist hängen geblieben. Dann ab in den ICE, was ist, die ICE ist randvoll. Und was ist, ich wollte meine Capri-Sonne aufmachen. Der Strohhalm geht nicht rein, es läuft alles aus. Es ist so voll hier. Dann habe ich mir gerade noch die Hand angeschlagen und das innerhalb von 10 Minuten. Jetzt bin ich so gereizt. Wenn nur irgendwas ist, dann bin ich weg. Ich drehe gleich am Rad und das ist Berlin. Ich hasse Zucker. Naja, tschüss Leipzig. Ach ja, Paketdienst sind wir ja auch noch. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen hier im ICE, Deutsche Bahn auf der Fahrt nach Berlin zu Bund. Wir wünschen eine angenehme Reise. Oh ja, eine angenehme Reise habe ich jetzt schon. Wir sehen uns dann in Berlin wieder. Hoffentlich nicht so gestresst. So, ich bin jetzt in Berlin. Das Wetter ist jetzt nicht so prickelnd. Ziemlich bewölkt, aber ich fahre jetzt ein letztes Mal mit meinem Auto. Meinem ersten Auto. Leider ist es nicht mehr durch den TÜV gekommen. Wir hätten es noch reparieren können. Wäre aber zu teuer gewesen. Und da ich sowieso dann irgendwann in einer Großstadt wohne, brauche ich eigentlich kein Auto. Deswegen reparieren wir es nicht. Und ja, davor wollte ich nochmal eine letzte Fahrt machen. Ich fahre mal eine Runde und wollte nochmal mein Auto filmen. Ja, fangen wir an. Leute, das hier war mein Autoschlüssel. Das war so eine Katze, die ich von meiner Schwester mal bekommen habe. Und so ist es dann geblieben. Hier ist der Autoschlüssel. Suzuki Swift übrigens. Hey Leute, ein letztes Mal im Auto sitzen. Bei schlechtem Wetter. Aber das ist mein Auto. Hat jetzt um die 130.041 Kilometer hinter sich. Das ist mein Radio, was super geil ist. Was jetzt gerade nicht geht, weil ich die Antenne nicht drin habe. Und hier unten. Gas und so. Das letzte Mal noch den Sitz anpassen. Immer ganz nach vorne. Und da habe ich jetzt mein Auto. Dann mein erstes Auto. Wir haben so rote Bezüge, nur bei dem Fahrer hier. Und hier nochmal, könnte ich eigentlich auch abmachen. Hier haben wir noch meine alten Räder, die wir mitverkaufen wollen. Wie gesagt, ich habe euch öfter mal mitgenommen auf der Autobahn. Da ist meine GoPro-Halterung, die ich noch abmachen werde. Hier so ein Duftding. Und ja, jetzt muss ich noch Post wegbringen. Los geht's. Schlüssel rein. Und los geht's. Uhr stimmt natürlich wieder nicht. Licht anmachen. Yeah. So, jetzt habe ich die Post weggebracht. Jetzt fahre ich wieder zurück. Ach ja, Leute, es waren Zeiten. Ich werde dieses Auto so vermissen. Aber andererseits sage ich mir, ich werde ja sowieso wieder mal irgendwann ein Auto haben. Das, naja, erstes Auto, aber ich weiß, wie ich fahren muss, wie ich das handhaben muss, das Auto. Da muss man sich demnächst wieder an ein neues gewöhnen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich dann Automatik kaufen, wenn ich mir irgendwann mal eins wieder kaufen sollte.